Und herzlich willkommen zum nächsten spannenden Kurzkrimi von die Sachsengriller. Heute mal wieder eine einfache, aber doch leckere Aktion im Dutch Oven. Wir werden euch heute mal zeigen, wie man ganz leckere Speckknödel herstellt. Und wie man das machen, das zeigt euch der Marco. Auf geht's zum Zutatentisch. Für unsere selbstgemachten Speckknödel brauchen wir noch einige Zutaten. Und das sind wie folgt. Brötchen vom Vortag, Zwiebeln, Ei, Milch, Kräuter, wir haben hier Schnittlauch und Petersilie, es sind TK-Kräuter, natürlich der Jahreszeit zu schulden, etwas Butter brauchen wir und hier haben wir noch Speckwürfel und abwürzen tun wir das Ganze mit unseren Gewürzen vom Achterhof und das sind Salz, Pfeffer, Rosmarin und etwas Muskatnuss und die genauen Mengenangaben findet ihr wie gewohnt unter unserem Video. Für die Knödelmasse bedarf es einiges kleine Vorarbeiten. Und zwar haben wir hier schon mal unsere Zwiebel fein gehackt. Hier haben wir unsere Schinkenwürfel. Das Ganze schwitzen wir jetzt in unserer Butter an. Nur kurz, also es soll nicht braun werden. Wirklich nur schön andünsten. Das alles mal kurz gesagt etwas ordentlich Hitze abbekommen hat. Das lassen wir dann auskühlen. Und dann sehen wir uns an unserer Knödelmasse-Schüssel wieder. Für unsere Knödelmasse haben wir hier unsere Brötchen vom Vortag klein geschnitten in so Zentimeter mal Zentimeter Würfel. Dann habe ich in der Mikrowelle die Milch etwas erwärmt mit einem Stückchen Butter für den Geschmack mit darin. Das geben wir jetzt über die Brötchenwürfel. Das Ganze rühren wir kurz durch, dass die Würfel die Milch-Buttermischung schön aufsaugen. Das lassen wir jetzt 10 Minuten stehen und dann kommen die restlichen Zutaten hinzu. Und dann wird geknetet. Das Buttermilchgemisch ist jetzt schön eingezogen. Wir haben richtig schöne klebrige Masse. Dann geben wir unsere weiteren Zutaten hinzu. Das ist einmal ein ganzes Ei und ein Eigelb. Unsere TK-Kräuter, die Petersilie und der Schnittlauch. Dann hier unsere angerösteten Speck- und Zwiebelwürfel. Und das Ganze kommt dann natürlich noch abgewürzt mit unseren Gewürzen, die vorhin schon aufgezählt wurden. Das ist aber noch frei im Geschmack und noch frei im Belieben. Wie ihr wisst, das ist unsere Sache hier. Und die genauen Mengenangaben findet ihr unter dem Video, wie gesagt. Genau, das Ganze wird jetzt schön durchmengt. Richtig schön kräftig zupacken, dass sich das alles miteinander verbindet. Das Ei, die Gewürze, die Kräuter. Riechen. Tut es schon mal gut, oder? Ich halte mal meine Nase rein. Es ist ein kleiner Fleischanteil mit drin. Genau, und das Ganze lassen wir jetzt noch ein bisschen ziehen. Dann formen wir uns Knödel draus und werden die im Salzwasser kurz kochen, aber das natürlich mit euch zusammen. Jetzt haben wir hier unser Salzwasser, was kocht. Dann geben wir jetzt hier vorsichtig unsere Knödel hinein, unsere geformten. Die Größe ist natürlich auch frei wählbar. Wir haben eine handliche Größe gewählt. Wenn diese Knödel in dem Topf verschwunden sind, lassen wir das Wasser nochmal richtig schön aufkochen. Und dann stellen wir es beiseite bzw. auf eine etwas geringere Hitzezufuhr, dass die richtig schön langsam ziehen. Und das sollte dann zwischen 15 und 20 Minuten circa passieren. Der Kurzkrimi neigt sich zum Ende. Wir haben uns mit ein paar Gabeln bewaffnet und jetzt werden wir mal verkosten. Der Garpunkt beim Fleisch, würde man jetzt sagen, der Garpunkt ist getroffen. Durch sind sie. Auf jeden Fall. Geschmacklich gut. Die Kräuter schmeckt man raus und diese Schinkenwürfel optimal. Sehr schön. Bei den Schinkenwürfeln immer so dieser Tipp, wirklich vorsichtig sein mit dem Salzen. Auf jeden Fall. Die Schinkenwürfel bringen ordentlich Bums mit, was den Salzgehalt betrifft. Aber sonst ärgert mich einfach Folgendes. Zu unserer Schande müssen wir gestehen, dass wir das erste Mal Knödel selber gemacht haben. Was mich daran ärgert ist, dass mir das, wenn ich den Geschmack jetzt sehe oder schmecke, dass wir das nicht schon viel eher gemacht haben.
Das auf jeden Fall. Ja, das war wohl wirklich sehr gut, die Knödelchen. Genau. Was man zu den Knödelchen dazu machen könnte, das zeigen wir euch am kommenden Freitag beim nächsten Video von die Sachsenkrabber. Oh ja, das Wenn lohnt sich. Euch natürlich dieses Video gefallen hat, dann gebt uns einen Daumen nach oben, schließt ein Abo ab, so verpasst ihr keine Folge mehr von uns. Mhm. Und dann kann ich bloß noch sagen, wir sehen uns beim nächsten Video von die Sachsenkrabber wieder. Bis dahin sagen euer André und Marco ciao, ciao. Und zum Nachmachen empfohlen. Ah, zum Nachmachen empfohlen, genau. Ciao. Bis Freitag.